Jo, das ist mal wieder soweit. Und zwar gibt es ein neues Video zu Monte macht sich lächerlich gegen Tanzverbot? Fragezeichen von KuchenTV. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Ich werde wieder so ein bisschen meine Meinung dazu sagen und ja, dann extrem viel Geld einkassieren, weil meine Reactions so heftig abgehen, dass ich damit Millionär werde. Holy shit, Mann. Ich kann mich einfach nur da sehr, sehr bedanken, dass ihr mich hier so supportet. Ja, ich hoffe, ihr pusht das Video durch Kommentare schreiben, durch Reinspam, ja, Feiergundismus in die Kommentare und dann wird das alles abgehen. So, dann mal schauen, was KuchenTV dazu sagt. Streitigkeiten. Vor einiger Zeit gab es ja mal einen Talk von Tanzverbot und Montana Black über das ganze Casino-Thema. Das Ganze ist jetzt gerade wieder aktueller denn je. Denn Tanzverbot hat in einem Livestream ein wenig abwertend über die momentane GTA-RP-Szene geredet, unter anderem auch über Rohat. Montana Black hat dann darauf reagiert, was Tanzverbot da nicht so gefallen hat, deswegen hat er ein Ansage an Tanzverbot-Video hochgeladen. Montana Black hat darauf reagiert, darauf hat auch wieder Tanzverbot reagiert. Und das ist gerade der Stand der Dinge. In diesem Video werde ich aber vor allem die Reaction von Monte einblenden, weil beide Parteien da schon was zu gesagt haben. Und die neue XXL-Reaction von Tanzverbot geht einfach 90 Minuten. Digga, wer bist du? KuchenTV Uncut. Ich muss aber... Hey, yo, ich hab vorhin mal nachgeguckt. Die gibt's irgendwie nicht mehr, oder? Warte, wenn ich jetzt mal ganz kurz bei Tanzverbot reinschaue, weil ich gucke mir in der Zeit echt sehr, sehr gerne seine Reactions an oder seine Stream-Highlights. Wenn ich da jetzt mal reinschaue, da gibt es nicht mehr diese 90-Minuten-Variante. Hier 48 Minuten, so, das habe ich mir reingezogen, 33 Minuten habe ich mir reingezogen, aber nicht diese 90-Minuten-Variante. Also die ist wahrscheinlich nicht mehr am Start, hat er rausgenommen. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob die sich da nochmal ausgesprochen haben oder so, aber ja, das, was da so passiert ist, schwierig, ne? Muss man an der Stelle wirklich sagen. Und ich finde auch Monte, ich habe ja auch selber schon ein Video dazu gemacht, bei der Casino-Thematik, der labert halt so viel Scheiße, so viel auch inhaltslosen Müll, dass es halt einfach nur wehtut. Du kannst halt Casino nicht befürworten. Und er befürwortet es trotzdem. Und ja, ich habe auch so das Gefühl, dass er einen Deal hat mit einem Casino oder in Zukunft einen Deal haben wird mit einem Casino, wo der geisteskrank viel Geld bekommt. Und deswegen will er sich jetzt nicht gegen Casino aussprechen, weil dann würde er sich dann wieder widersprechen und das möchte er nicht. Am Anfang auch direkt mal Montana Black kritisieren. Denn auf dieses Video von Tanzverbot am Anfang hat er nur reagiert, weil der Chat das wollte und er eine Abstimmung gemacht hat. Dazu sagt er Folgendes. Ich habe eine Abstimmung gemacht, das werde ich in Zukunft nicht mehr machen und werde auf mein Bauchgefühl hören. Warum ich das überhaupt in Betracht gezogen habe, Kilian, für dich ganz kurz als Erklärung, überhaupt darauf zu reagieren, ist, weil mein Name halt im Titel stand. Später kommt er auch nochmal darauf zurück, da sagt er zusätzlich noch das hier. Die Leute haben im Livestream-Chat ich weiß jetzt, was kommt. Video reagiere. Ich höre, ich weiß jetzt, was kommt. Das hatte ich auch in meinem Video schon kritisiert. Bei KuchenTV war es genau das Gleiche. KuchenTV hat nämlich auch ein Video gegen Monte gemacht, Monte im Titel gehabt. Die Leute waren auch interessiert, dass Monte das anschaut. Und Monte hat es einfach totgeschwiegen. Wollen wir wetten, das kommt jetzt? Ich habe gesagt, ich habe da eigentlich keine Lust zu. Dann war so eine Stimmung im Chat, ja, mach bitte nicht. Und dann habe ich gesagt, ihr wart ja dabei oder einige von euch, macht bitte eine Abstimmung. Und wie, je nachdem, wie die Abstimmung ist, so entscheiden wir. Und das ist schon eine ziemlich krasse Doppelmoral. Denn als ich mein Video zum Casino-Thema zu Monte hochgeladen habe, haben ebenfalls richtig viele Leute im Chat nach einer Reaction gefragt und haben KuchenTV da reingeschrieben. Was hat Montana Black gemacht? Naja, er hat KuchenTV auf die Blacklist gesetzt, also dass man den Namen nicht mehr in den Chat schreiben konnte. Und Leute wurden getimeoutet, die das Ganze wie auch immer umgangen haben. Er hat das Thema da also komplett wegignoriert, obwohl der Chat ja ebenfalls wollte, dass er darauf reagiert. Aber bei Tanzverbot gibt es dann plötzlich eine Abstimmung. Oder was? Ein großes Thema, worum es in dieser Reaction geht. Aber Leute, das ist halt... Das Ding ist halt klar, wenn was nervt, ja, irgendwann kannst du dann sagen, ah, kein Bock drauf. Aber bei dem einen machst du eine Abstimmung und reagierst dann darauf und bei dem anderen, den schickst du direkt auf die Blacklist und sowas. Das ist halt wirklich so diese Doppelmoral. So, dann mach doch bei beiden halt nichts. So, dann antworte auf beide nicht, aber das so zu machen, ist halt schon ziemlich lost. Tanzverbot hat sich ja darauf auch, oder dabei auch ziemlich aufgeregt. Und ja, aber ich meine, bei Monte, ohne Witz, der widerspricht sich so oft. Ich hatte bei meinem Monte-Video, hatte ich sehr, sehr viel Zuspruch wieder bekommen. Also fast bei jedem Monte-Video bekomme ich so viel Zuspruch. Und es gibt trotzdem immer mal wieder welche, die dann sagen, ah, Alpha Kevin, du vergleichst das wieder von früher, von vor 5 Jahren, wo der vor diesem Teich stand und so. Und ja, du hast doch gesagt, du willst da aktuell bleiben und so. Aber Leute, ich bleibe ja aktuell. Ja, also das, was ich zum Beispiel, wo der vor dem Teich steht und sagt, Casino ist Schmutz und sowas, das hat er auch vor einem Jahr gesagt. Vor einem Jahr hat er auch gesagt, Casino ist Schmutz. Hat auch mit Casino aufgehört, hat es auch gelassen mit Casino. Und jetzt sagt er auch, oh, Casino ist, kann man schon mal machen, ist doch gar nicht so schlecht. So, das ist doch absolut verwerflich und doppelmoralisch. Ja, also das Ding ist, seine Ansichten sind mittlerweile so wie ganz, ganz früher, als der auch süchtig war. Und jetzt ist er auch wieder komplett in der Sucht verfallen, finde ich persönlich.
Und er will es halt selber nicht zugeben, dass er süchtig ist. Also ich finde, es ist offensichtlich, dass er in der Sucht steckt. War mal wieder Casino. Leider verkauft sich Monte da nicht so gut und er lenkt auch des Öfteren vom Thema ab, zum Beispiel hier. Ich könnte aber auch den Stopp... By the way, was auch, und das wollte ich noch anmerken, was ich auch sehr, sehr traurig an Monte finde, ist, Monte ist mit Kuchen.tv ziemlich cool gewesen und weil Kuchen.tv ja nie Monte kritisiert hat, also im Prinzip nie, ja, und Kuchen.tv hat jetzt das Video gemacht gegen Monte. Und seitdem reagiert Monte nie auf Videos von Kuchen.tv. Seitdem schenkt er denen keine Aufmerksamkeit mehr. Seitdem lässt er es einfach, weil er sich vielleicht gekränkt gefühlt hat und so. Das ist auch sowas von lost. So nur weil man Kritik... Weißt du, du feierst die ganze Zeit, wenn Kritik gegen andere kommt, aber wenn du jetzt Kritik abbekommst, dann reagierst du nie wieder auf den. So, das ist wie, wenn ich jetzt mit Kuchen.tv, hatte ich ja auch eine Streiterei. Das ist wie, wenn ich jetzt mit Kuchen.tv eine Streiterei habe und dann sage, oh, Alter, der hat mich jetzt kritisiert, ich reagiere nie wieder auf ihn. So, ich gucke mir trotzdem die Videos von Kuchen.tv an, einfach weil die Videos ja interessant sind. So, und nicht, weil ich jetzt die Person dann nicht mag oder so. Also mit Kuchen.tv gibt es ja auch kein böses Blut mehr, so. Wir haben uns ausgesprochen und alles ist wieder tippitoppi. Aber das nur mal an dem Punkt, so, das macht keinen Sinn. Es ist einfach so kindisch, ja. Das, was Monte macht, ist ziemlich kindisch. Ja, ich reagiere nicht mehr auf den, weil der hat ein Video mal zu mir gemacht. Das geht gar nicht. Ja, also keine Ahnung. Das ist schon... Aber weißt du, sonst immer Videos feiern, wenn irgendwelche anderen Leute kritisiert werden. Aber wenn es einen selber betrifft, ist es dann schon wieder ein bisschen schwierig. Dir zurückschmeißen und dich dann fragen, wie du das vertreten kannst, mit jemandem befreundet zu sein, der Alkohol verkauft. Ja, what about this? Ja, Monte, Alkohol ist auch doof. Es hat auch keiner gesagt, dass man das nicht kritisieren kann. Aber jetzt gerade geht es doch um das Casino-Thema. Also bleib doch einfach mal beim Thema und hör auf, jedes Mal, wenn man dich dafür kritisiert, zu sagen, ja, aber das ist ja auch doof und das auch und das auch. Das macht deine Aktion. Und genau das Gleiche hatte er damals mit Knossi, also nicht mit Knossi gemacht, sondern auch bei der Tanzverbot-Thematik, wo das angefangen hat, hat Monte auch gesagt, na, kritisier doch mal Knossi. Warum sagst du nichts zu Knossi? Wo man sich so denkt, Junge, es geht doch gerade um dich, es geht doch gerade um Montana Black und nicht um Knossi. Also halt doch Knossi da raus, außerdem ist das ein Kollege von dir, also willst du jetzt auch mal in die Pfanne hauen? Da hat er damals auch gesagt, ja, der verkauft doch auch Alkohol, warum kritisierst du den nicht? Ne, weil es um Monte geht und nicht um Knossi, so, der muss es mal checken. Nicht weniger schlimm. Außerdem versteht er, glaube ich, immer noch nicht so ganz, was ein Influencer ist. Am Ende des Tages, Digga, ist aber trotzdem, da bleibt dabei jeder für sich verantwortlich. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Jeder ist für sich verantwortlich und muss selber schauen, die Dosis macht das Gift. An sich ist also jeder für sich selbst verantwortlich. Dann verstehe ich nicht so ganz, warum du damals das Raid Shadow Legends Placement nicht angenommen hast, weil das für dich zu umstritten gewesen ist. Ich meine, wenn eh jeder für sich selber... Das Geile ist halt auch, er hätte es ja angenommen, weil er da 100.000 Euro für 2 Stunden bekommen hätte. Oder so, ich weiß nicht, wie lange er das gespielt hätte. Aber er wurde so stark kritisiert von vielen seiner Community, dass er es dann nicht gemacht hat. Aber er hätte das gemacht. Real Talk. Verantwortlich ist, dann kann man ja auch eigentlich für alles Werbung machen. Weil die Leute müssen dann ja selber entscheiden, ob das wirklich gut ist oder nicht. Vor allem hat er Raid abgelehnt, weil es umstritten ist. Aber das Casino-Thema verteidigt er bis zum Tod. Ja. Bin ich der Einzige, der das nicht versteht? Aber kommen wir mal zurück zum Casino-Thema. Du hast halt einfach eine riesen Reichweite. Und damals, als du mit Wash gemeinsam gestreamt hast, wurde in seinem Stream schon sehr viel Werbung für das Casino gemacht. Es gab ja beispielsweise den Monte Jackpot und auch ansonsten wurde quasi immer wieder gesagt, ey, meldet euch unbedingt bei diesem Casino an. Junge, es wurde nicht nur ein bisschen Werbung gemacht, es wurde massivst Werbung gemacht. Also der Chat bei Roche ist, der hat ja teilweise 20.000 Zuschauer und dann postet der so die ganze Zeit Links von diesem Stake Casino rein. Die ganze Zeit diesen Chat, ja, meldet euch bei Stake an, meldet euch bei Stake an. So, die Leute gehen drauf, melden sich bei Stake an. Also es wurde permanent geworben dafür und auf Discord genau das Gleiche. Also von daher, ja, ist halt lost. Ja, wenn du irgendwann tatsächlich mal irgendein Casino als Partner hast, dann bewirbst du das ja auch und dann möchtest du ja eigentlich auch, dass sich Leute da anmelden. Ja. Obwohl du ja weißt, dass die Leute im Durchschnitt Geld verlieren werden. Und selbst wenn du das Ganze nur öffentlich machst und kein richtiger Partner bist, dann sorgst du ja trotzdem dafür, dass bei einigen Zuschauern auf jeden Fall die Hemmschwelle sinkt oder dass sie das Ganze wegen dir dann ausprobieren. Du kannst nun mal nicht alles damit rechtfertigen, dass du sagst, naja, jeder ist für sich selbst verantwortlich, ne? Denn jede Studie, die jemals über Influencer gemacht worden ist, zeigt, dass Influencer das Kaufverhalten ihrer Zuschauer extrem beeinflusst. Ja, wozu gibt es denn auch Influencer-Marketing? Wenn das nicht funktionieren würde, würden keine Firmen sagen, ey, ich buche den oder ich buche den für eine Werbung. So, natürlich funktioniert das. Das ist Werbung, ja. Das beeinflusst natürlich das Kaufverhalten oder wie sie sich verhalten. Und das Ding ist, was ich auch sehr, sehr verwerflich finde,
es gibt so Influencer-Verträge, sage ich schon so Casino-Verträge, da entweder bekommst du ein gewisses Geld als Provision, wenn sich jemand anmeldet, bekommst du einen bestimmten Geldbetrag auf dein Konto sozusagen, oder die Leute, die, und das ist, finde ich, extrem verwerflich, das gibt's auch, die Leute melden sich dort an und das, was die verspielen, also wenn jetzt irgendein Zuschauer dort sich anmelden, 100 Euro verspielt, bekommst du von den 100 Euro immer einen gewissen Prozentbetrag. Das heißt, immer wenn du Verlust machst, bekommt der YouTuber oder der Influencer bekommt der Geld dafür, weil er das beworben hat. Und Leute, ohne Scheiß, dieser Gedanke, dass Monte, und das muss ich sagen, das ist so widerlich und ekelhaft und perfide, dass Monte dafür wirbt und am Ende Geld bekommt, wenn Leute ihr Geld verzocken, ist absolut widerlich. Ja, ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, ob er da Provision bekommt, einen Fixbetrag bekommt oder was weiß ich, oder ob er wirklich da Geld bekommt, wenn Leute Geld verzocken. Aber das ist einfach nur ekelhaft, weil du machst Geld auf den Nacken von anderen, die gerade ihr Geld verspielen und eventuell alles verlieren. So, das kannst du, keine Ahnung, Mann. Das geht gar nicht. Und das ein Multimillionär, einer, der viele Millionen auf dem Konto hat, hat es nötig, sowas anzunehmen. Ja, es ist viel Geld, jeder würde darüber vielleicht mal nachdenken und so, aber gerade wenn du so viel Geld hast, dass du es eigentlich gar nicht nötig hättest, er sagt auch selber, er hat so viel Geld und so und er weiß dann auch gar nicht mehr, für was er das ausgeben soll und das macht ihn dann auch unglücklich und bla bla. Warum nimmst du dann so einen Vertrag an oder warum willst du irgendeinen Deal annehmen? Ja, wo du gesagt hast, ey, so 100.000 Euro die Woche würde doch jedem schmecken und sowas. Wo ich mir so denke, Junge, du hast am wenigsten nötig von allen YouTubern und Streamern wahrscheinlich. Ja, weil du am meisten Geld wahrscheinlich hast, am meisten Geld besitzt, jetzt unabhängig von Unge und so. Ja, aber du brauchst das halt einfach nicht. Du beschwerst dich sogar, dass du so viel Geld hast. Also, keine Ahnung, Mann. Ich check Monte nicht. Monte, kannst du in der Thematik nicht checken? Für mich so verantwortungslos. Null ein Vorbild, ja. Der hatte vielleicht durch seine Geschichte auf YouTube, vom Junkie zum YouTuber, hat er vielleicht eine gute Geschichte gehabt. Mittlerweile geht es genau wieder zurück in diese ekelhafte Schiene, die wirklich verachtenswert ist. Ist einfach so. Und dadurch natürlich auch das Verhalten. Du bist dafür mitverantwortlich, wenn Leute bei dir sehen, dass du Glücksspiel spielst, wenn sie das dann selber machen, weil du sie dazu beeinflusst hast, das Ganze zu tun. Ich persönlich habe das Gefühl, dass es ihm nur ums Geld geht. Das hat er ja quasi durch die Blume auch schon im Tanzverbot-Chat damals gesagt. Ja, genau, das ist es. Und an sich ist es ja auch okay. Ich weiß, dass wenn du da als großer Streamer Werbung für machst, dass du da wirklich Millionen mitmachst. Im Monat teilweise sogar. Aber dann sei doch wenigstens so ehrlich, stell dich hin, sag, ey, ich verdiene hier Millionen im Jahr, ich möchte darauf nicht verzichten, da sind mir meine Zuschauer egal. Und dann wären doch alle glücklich. Aber versuch es doch nicht mit so lächerlich schlechten Argumenten. Und ich weiß ganz genau, dass Monte nicht auf dieses Video reagieren wird. Safe Call, er wird nicht auf dieses Video reagieren. Weil er guckt sich immer die Videos im Vorhinein an. Und dann denkt er sich, oh, die ist schon zu kritisch, ich weiß nicht, was ich dann dazu sagen soll, dann lässt das lieber. Gerade bei diesem Punkt, allein wegen diesem Punkt würde er nicht drauf reagieren, zu 100%. Oder Whataboutism irgendwie zu verteidigen. Kommen wir nun mal zu diesem 1-Stunden-Talk, den Monte und Tanzverbot damals gehabt haben. Montana Black hat direkt gesagt, dass alles weggestrikt wird, was von diesem Gespräch im Internet landet. Tanzverbot hat ihm das halt ebenfalls vorgeworfen und Montana Black ist natürlich auch darauf eingegangen und seine Ausreden sind halt auch da super wack. Wenn ich die Thematik an für sich aus dem Internet fernhalten wollen würde, dann hätte ich gar nicht mit dir über 1,5 Stunden oder wie lange das auch immer war im Stream geredet. Wir hatten Top-Peak über 100.000 Zuschauer. Super viele andere Streamer-Kollegen haben sich das live reingezogen. Dass viele Leute dabei gewesen sind, stimmt. Aber ich glaube hier einfach, dass Montana Black Tanzverbot einfach massiv unterschätzt hat. Ich hätte tatsächlich auch nicht gesagt, dass Tanzverbot ihn wirklich so reibungslos die meiste Zeit komplett hops nimmt und Montana Black dazu bringt, dass er sich während dem Gespräch immer wieder und wieder selbst widersprochen hat. Natürlich kann man das Gespräch aber nicht... War, by the way, ein richtig guter Talk von Tanzverbot. Also er hat ihn wirklich gut gefrontet. Du musst ihn da fronten. Das Ding ist halt, du kannst es jetzt nicht wirklich verteidigen oder so oder einen Schutz nehmen. Das ist eine ekelhafte Thematik, die ist extrem gefährlich ist und die halt wirklich viel Einfluss auf das Leben von den Leuten nimmt. Und ich sag mal so, ich spreche jetzt nicht nur für mich, ich spreche auch für Kollegen, die haben angefangen, weil Monte oder auch ein Knossi Casino gestreamt hat. Deswegen habe ich unter anderem auch angefangen, ja, einfach mal da Geld zu investieren. Und dann später habe ich Minus gemacht. Ja, irgendwann machst du Minus. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht insgesamt durch den 500 Euro ärmer geworden. Klar, ich bin selber dran schuld, weil ich habe dort eingezahlt, aber sie haben mich mit beeinflusst. Ich hätte nie gewusst, wie eine Casino-Maschine funktioniert, wie so eine Slot-Maschine funktioniert.
Aber durch die wusste ich, wie das funktioniert. Und dann hatte ich so gedacht, weißt du was, ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert, wie viel ich Geld bekomme, wenn ich die und die Linie habe, dann probiere es einfach mal. Und das ist das Gefährliche. Wenn du weißt, wie diese Maschine funktioniert, macht es auf einmal Spaß, es kribbelt in den Fingern und dann probierst du es irgendwann. Ich bin jetzt mittlerweile auch davon weg, aber das ist ganz ekelhaft und du rutschst so schnell in die Sucht, das ist einfach nicht normal. Ja. Nicht währenddessen abbrechen, beziehungsweise hätte er machen können, wäre aber noch komischer gekommen. Und ich schätze, so wollte er einfach Schadensbegrenzung begehen. Natürlich haben die Leute das auf Twitch gesehen. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn man das dann zum Beispiel hochgeladen auf YouTube sieht und da die ganzen Widersprüche und komischen Aussagen von Monte nochmal miteinander vergleichen kann. Du wolltest mir die ganze Zeit nur ein Bein stellen. Egal, wie ich es dir versucht habe, vernünftig zu erklären. Du hast ständig im Livestream gesagt, dass ich hochgradig süchtig nach Casino bin. Obwohl du mich nicht kennst. Du kennst mich nicht. Und so etwas einfach zu behaupten, das fand ich einfach sehr schwach. Ja, Tanzi hat gesagt, dass du süchtig bist. Und ja, das ist richtig. Wir als außenstehende Person können jetzt nicht wirklich sagen, ob du wirklich süchtig bist oder nicht. Allerdings hast du ja währenddessen auch dagegen argumentiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man einfach nur die Aussage hat, dass Tanzverbot dich süchtig nennt, sondern du hast ja auch direkt in dem Gespräch dagegen argumentiert. Ein weiterer Punkt war ja auch, dass ihr einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen seid. Diesen Punkt finde ich ziemlich komisch, denn mit Stay hat er beispielsweise auch schon mal eine Live-Diskussion gehabt, wo sie auch über das Casino-Thema geredet haben. Auch da waren sie nicht bei jedem Punkt auf einen Nenner, trotzdem durfte Stay dieses Gespräch ganz normal hochladen. Und das ging auch irgendwie eine Stunde oder so. Im Endeffekt ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn man bei einer Diskussion... Aber hey, es ist schließlich Stay. Stay und... Monte, das ist ja, ja, ist schon ein Traumpaar auf jeden Fall. Am Ende nicht auf einen Nenner kommt, denn es ist ja auch einfach cool für die Zuschauer, einfach mal beide Seiten zu kennen und deren Argumente zu hören. Die Zuschauer hätten sich hier eine ganz differenzierte Meinung dazu bilden können, da beide ihre Argumente vorgetragen haben. Deswegen macht auch das überhaupt keinen Sinn, das deswegen nicht freizugeben. Ich habe es bei YouTube hochgeladen, weil ich einfach keine Lust habe, den Leuten immer und immer wieder dieselbe Diskussion, dieselbe Thematik auf die Augenbrauen zu drücken. Selbst wenn die Leute gegen mich sind. Es ist mir dann egal, Digga. Das Thema wird den Leuten doch ganz automatisch aufgedrückt. Wenn du irgendwann wieder anfängst, Casino zu spielen, was du ja wahrscheinlich vorhast, auch dann wird das Thema wieder aktuell sein. Ja. Genauso, wenn du in den Chat von Tanzverbot gehst, wenn du mit ihm Talk machst, wenn das Thema anderweitig mal hochkommt. Vor allem drückst du den Leuten das Thema ja nicht aufs Auge, denn es laden ja andere Leute hoch. Du hast so gesehen nicht viel damit zu tun, außer dass das Gespräch von dir ist. Also auch der Punkt ist absolut wack. Vor allem bist du ja jetzt auch sowieso wieder darauf eingegangen. Also dieser Punkt macht wirklich null Sinn. Es haben über 100.000, 120, 130.000 Leute haben das gesehen im Livestream. 15 Streaming-Kollegen haben darauf reagiert. Unzählige TikTok-Clips mit Millionen Views auf TikTok waren unterwegs, Digga. Ja, natürlich. By the way, hat er diese ganzen TikTok-Clips, die ganzen Videos auch von YouTube, die hat er alles striken lassen. Jetzt haben einfach übel viele Leute einen Strike bekommen. Ich meine, klar, Monte hat auch direkt gesagt, ich lasse alles striken, wenn es irgendwie hochgeladen wird. Aber er hat es halt wirklich gemacht, er hat auch auf TikTok die Sachen striken lassen. Auch eine sehr, sehr stabile Aktion an der Stelle. Ich habe da Leute auch drauf reagiert, aber es ist doch trotzdem ein Unterschied, ob du das später nochmal auf Twitch oder auf YouTube sehen kannst, wo dann natürlich Sekunde für Sekunde von diesem Gespräch analysiert werden kann. Denn das ist ja live auf Twitch nicht möglich, denn du kannst da ja nicht zurückgehen. Dass Monte verboten hat, dass man das Ganze hochlädt, fand ich persönlich auch einfach extrem schwach. Und selbst mit dem, wie er das jetzt verteidigt hat, hat er das meiner Meinung nach kein Stück besser gemacht. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen. Monte hat das VOD direkt nach dem Stream gelöscht gehabt. Es gab ja dann auch kleinere Ausschnitte, die zum Beispiel auf TikTok oder YouTube hochgeladen worden sind. Auch die hat er alle striken und entfernen lassen. Also er hat da ja wirklich Zeit reingesteckt, dass nichts von diesem Gespräch... Ich glaube, der hat auch... Ich weiß gar nicht, ob der dann schnell den Stream beendet hat, aber... Ich glaube, der hatte dann auch keinen Spaß mehr nach dem Talk. Ich glaube, der hatte keinen Spaß mehr zu streamen nach dem Talk. Der dachte sich so, oh, fuck. Ich muss jetzt schnell den Stream beenden. Irgendwie muss ich das über die Bühne bringen. Schnell den Stream beenden und dann schnell löschen den Stream. Es war ja auch nachts, aber das ist auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Aber das zeigt halt, dass er gemerkt hat, dass er am Arsch ist. Ja, weil jeder gegen ihn war, außer sein eigener Chat, der die ganze Zeit schreibt, ja, Monte, du hast komplett recht, was Labertanzverbot. Ja, also Montes Chat ist so... dem, also wirklich sowas von mit dummen Menschen bestückt, das ist Wahnsinn. Also klar, in jedem Chat von einem YouTuber, Streamer, den man mag, so, da werden positive Dinge geschrieben. Da wird geschrieben, ja, du hast recht. Also wird immer dem Streamer recht gegeben. Bei einigen, da gibt es trotzdem immer mal so kritische Stimmen. Da wird gesagt, ey, hier, was laberst du? Oder denk mal drüber nach, was du da gerade sagst und so. Bei mir unter anderem auch. So, ich lasse es auch stehen und ich gucke mir das auch an. So, ich gehe da auch auf Kritik ein. Bei Monte, da weiß man das ja.
dass Leute, erstmal sind dort nur bezahlte Subs, die dort reinschreiben können. Das sind Leute, die ihn praktisch mit Geld sogar supporten. Also da schreiben die auf jeden Fall nicht so viel kritische Dinge rein. Und dann werden ja auch noch Leute gebannt, die Kritik reinschreiben. So, das ist ja auch noch nicht mal irgendwie was, was man halt nicht weiß. So, ratet mal, warum dieses Big Mac, bann den weg, ratet mal, warum das so groß geworden ist. Weil Big Mac jeden Kritiker gebannt hat, weil Monte gesagt hat, bann den und so. Was laberst du für eine Scheiße? Obwohl es prächtige Kritik war. Ja, letztes Jahr war das so oft, vor 2 Jahren war das auch so oft und ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber wahrscheinlich immer noch. Das heißt, er züchtet sich eine Community an, gerade in seinem Chat, die ihm nur nachplappern. Und dementsprechend fühlt er sich dann auch so extrem stark in dem, was er sagt. Ne, der denkt ja nicht drüber nach, dass es auch falsch ist. Nein, der sieht, die Leute stehen hinter ihm, die Leute schreiben ja bloß Positives zu ihm rein. Dann fühlt er sich mächtig und denkt, er hat gerade recht. Und dann, wenn er das später dann auf YouTube hochlädt oder auf seine letzten 2 Videos zu Tanzverbot hat er auch auf YouTube hochgeladen mit richtiger Kevin oder so. Und die sind so schlecht angekommen, obwohl der Chat von ihm die ganze Zeit nur positiv ihm zugesprochen hat. Ne, der hat bestimmt gedacht, Alter, jetzt habe ich Tanzverbot gegeben und dann sieht er auf YouTube die Bewertung, fuck, Alter, 50% Likes, 50% Dislikes, richtig reingeschissen. Ja, und die Kommentare sind alle negativ. Und das ist das Problem, lasst Kritik im Chat zu. Ja, lasst Kritik einfach im Chat zu oder guckt auch mal drauf und so, wo vielleicht auch mal Fehler sein könnte. Weil wenn du nur Leute hast, die dir die ganze Zeit zustimmen und Ja sagen, also nur so eine Ja-Sager-Community hast, dann fühlst du dich stark, obwohl du vielleicht gerade in dem Moment einen Fehler gemacht hast. Außerhalb von diesem Livestream zu finden ist, wenn es Monte nur darum geht, den Leuten das nicht aufs Auge zu drücken, warum sollte er dann so viel Zeit da rein investieren, wirklich alles, was davon hochgeladen wird, striken zu lassen? Also das macht überhaupt keinen Sinn, weil das doch die Zeit gar nicht wert ist, die man da reinsteckt. Außer man möchte vielleicht verheimlichen, dass man da komplett hops genommen worden ist. Weiter geht es um die Geldthematik. Da hat Monte unter anderem das hier gesagt. Früher, vor 5 Jahren, hättest du dir auch keine Nike-Jacke geholt für 150, 200 Euro. Du hättest dir vielleicht nur eine Kickjacke für 50 Euro geholt. Aber jetzt hast du ein bisschen mehr Geld und gönnst... Kickjacke für 50 Euro. Hier sieht man den Realitätsverlust. Ja, auch jeder kann doch mit seinem Geld machen, was er möchte. Was ist der Kritikpunkt, Digga? Hier muss ich Monte auf jeden Fall zustimmen. Natürlich ändert sich der Bezug zum Geld, wenn du halt mehr davon hast. Vor allem, wenn du in der Größe von Monte verdienst. Allerdings wollte Tanzverbot eigentlich auf was anderes hinaus. Ich sag doch nicht, dass man im Dreck leben soll. Ich sag doch nicht, dass du dir ein Haus gönnen kannst. Ich sag doch einfach nur, dass... By the way, guckt euch dieses Video an. Das ist ehrenwert, ja? Hier, Alpha Kevin. Ganz wichtig, ja? Es geht darum, dass man es kommuniziert, ja? Dass 400 Euro trotzdem viel Geld ist. Ja, weil die Zuschauer, die noch sehr jung sind, die checken nicht, dass 400 Euro viel Geld ist, weil die ja noch nicht arbeiten gegangen sind. Dass du aufhören sollst, öffentlich Geld weniger wert werden zu lassen, weil du sagst, dass 400 Euro nicht sind. Mach doch mit deinem Geld, was du willst. An sich stimme ich hier auch Tanzi wieder zu. 400 Euro ist natürlich eine ganz schöne Menge, gar keine Frage. Aber es ist halt einfach Fakt, dass sich der Bezug zu solchen Zahlen halt ändert, je nachdem, wie viel du verdienst. Dass 400 Euro an sich vom Geldwert her sehr viel sind, ist halt klar. Aber wenn man jetzt einen Millionär fragt, ist es ja auch offensichtlich, dass für ihn 400 Euro an sich weniger wert sind, weil er diese 400 Euro halt ein paar tausendmal zur Verfügung hat. Ich finde nicht, dass Monte hier abgehoben oder arrogant ist. Ja, also ich sag mal so, wir verstehen ja eigentlich auch Monte, was er das sagen möchte. Ja, für ihn sind 400 Euro nicht 400 Euro. Das Problem ist, und jetzt haben wir wieder diesen Influencer-Begriff, du hast eine gewisse Verantwortung und viele Leute adaptieren die Meinung, die du hast. So, und jetzt hast du irgendwelche Jugendlichen, die noch nie gearbeitet haben. So, die den Bezug zum Geld gar nicht haben. Die wissen gar nicht, wie viel sind denn 400 Euro wert. Die keine Ahnung so, denen ist das halt auch scheißegal. Die bekommen das eh von ihren Eltern sozusagen, ne? Und die wissen ja auch nicht, also ich wusste damals auch nicht, was meine Eltern verdient haben, ne? Keine Ahnung, was die verdient haben. So, ich habe halt 20 Euro Taschengeld im Monat bekommen und das war's. Damit habe ich mich zufrieden gegeben. So, und wenn jetzt Monte sagt, ja, 400 Euro sind ja heutzutage auch keine 400 Euro mehr und er spricht so abwertend dem Geld gegenüber, dann denken sich die Zuschauer, naja, was sind denn 400 Euro? Ja, ich möchte einen Pullover haben für keine Ahnung, für 200, 300 Euro. Das ist ja nicht viel, das ist ja jetzt nicht so viel Geld. Ich meine, auch Monte sagt ja sogar, dass es nicht so viel Geld ist. Ja, das klingt jetzt erstmal dumm und so naiv, aber viele, auch jüngere Jugendliche, sind einfach naiv. Ja, die wissen das nicht. Die haben den Bezug zum Geld nicht so. Und wenn dann auch noch Idole dazu sprechen und sagen, ey, das ist nicht viel Geld, dann ist das einfach ein falscher Wert, der vermittelt wird. Und das wollte Tanzverbot hier, glaube ich, sagen. Der wollte nur sagen, dass man der Öffentlichkeit nicht sagen soll, dass 400 Euro nicht viel Geld ist oder nicht 400 Euro sind. Ja, so, das ist halt so das Ding. Ein Monte kann das doch gern machen und er kann das auch selbst gern sehen. Aber die Frage ist, muss er das öffentlich noch sagen für seine Community?
weil das hier halt einfach ziemlich normal ist, dass sich dieses Denken verändert. Wenn ihr als Kind irgendwie, weiß ich nicht, Murmeln gesammelt habt und ihr habt eine Murmel, dann hat die für euch einen mega krassen Wert. Ein anderes Kind, was 100 Murmeln hatte, für die ist eine Murmel halt ziemlich egal. Aber hier haben beide halt einfach eine andere Meinung. Ich kann auch Leute verstehen, die da auf Tanzverbot Seite sind und sagen, nein, man muss das Geld weiterhin mega krass wertschätzen und so. Ich persönlich und Monte unter anderem auch sehen es halt anders, aber das ist ja kein Problem. Kommen wir zum Schluss nochmal zum Thema Erfolg. Da sagt Monte unter anderem Folgendes. Sondern er hat mir Schlechtes gewünscht, aber die Leute haben mich abonniert, weil sie mich unterhaltsam fanden. Also habe ich das erreicht. Ich alleine. Und damals sind die Leute auf deinen Kanal gegangen, um dich zu shitstormen. Das muss man einfach so sagen, bei dem Ansagevideo gegen mich. Die Leute haben dich verfolgt, über Wochen, über Monate in der Zeit, um jedes deiner Videos zu disliken und dir einen Negativkommentar zu schreiben. Ja, Tanzi wurde damals vor allem abonniert, um ihn zu haten. Das ist richtig. Allerdings darf man hier nicht vergessen, dass die Ausstrahlung und der Charakter von Tanzverbot damals schon so krass gewesen ist, dass man sich wirklich die Mühe gemacht hat, ihn zu abonnieren, nur um ihn zu haten. Es gibt ja einige YouTuber, die genau mit dieser Masche erfolgreich geworden sind. Also beispielsweise halt Tanzverbot oder auch Lelano, der damals ja auch so ähnliche Videos hochgeladen hat. Gleichzeitig gibt es auch viele Leute, die versucht haben, genau mit der gleichen Masche erfolgreich zu werden. Beispielsweise ein Long G, so ein komischer Lelano-Abklatsch, der auch so dämliche Trollvideos hochgeladen hat. Oder zum Beispiel ein Umut Abi oder wie der heißt. Ja, der Typ ist. Okay, Umut Abi hat es cool in dem Video geschafft. Gleich gibt es wieder eine Ansage von Umut Abi. Ist schon eine draußen? Warte, das müssen wir gleich mal gucken hier. Bestimmt ist schon eine Ansage draußen. Oder? Nee, der hat da kein Video dazu gemacht, Mensch, das wundert mich. Gerade Umut Abi ist eigentlich ebenfalls der Erste, der auch viele Ansagen gegen einfach alle möglichen YouTuber hochgeladen hat. Tanzverbot hatte also irgendwas, weswegen die Leute da trotzdem dran geblieben sind. Denn normalerweise lacht man vielleicht über so eine Person und geht dann weg. Tanzverbot hat man ja trotzdem abonniert. Und dann in einem Video zu sagen, ich habe dir den Startschuss gegeben, finde ich persönlich etwas schwierig, um ehrlich zu sein. Ich habe Tanzis Stream damals auf Twitter geteilt, als er wenige 100 Zuschauer oder sowas hatte. Ich habe auch viele seiner uralten Videos kommentiert, also ich war direkt am Anfang dabei und... Das stimmt, das stimmt. Das hat KuhnTV damals immer erwähnt, dass er ganz am Anfang dabei war. Ich glaube, jeder war am Anfang, also fast jeder war am Anfang dabei. Ich kann mich noch erinnern, da hat er Tanzverbot gerade die 1000 Abos erreicht. Ich hatte ihn aber nicht abonniert zu der Zeit, weil ich mir dachte, Alter, ziemlich cringe. Aber ich habe mir das so angeguckt und dachte, Alter, was ist das für ein Typ einfach? Da kommt so eine Troll-Donation rein, wo die ganze Zeit so 1000 Buchstaben hintereinander geschrieben wurden, die keinen Sinn ergeben haben. Und er hat sich immer drüber abgefuckt. Ach, die ganze Donation, fuck mich nicht ab, so, ich will Counter-Strike spielen, geht mir nicht auf den Sack mit den ganzen Donation, Mann, meine Fresse, so. Und vor allem immer nur die 1-Euro-Donation und dann diese komischen Buchstaben, ich mach gleich diesen Counter aus und so. Er hat sich übel abgefuckt, aber das war auch irgendwo unterhaltsam, das muss man einfach sagen. Und habe auch relativ früh ein eigenes Kuchen-Talks zu ihm gemacht. Trotzdem würde ich mich halt niemals hier hinstellen und sagen, ich habe dir den Startschuss deiner Karriere gegeben. Es gibt ja auch viele kleinere YouTuber, auf die Monte mal reagiert hat oder auf die er eingegangen ist, die halt keinen Erfolg danach gehabt haben. Einfach, weil sie nicht interessant genug gewesen sind. Insgesamt kann ich sagen, dass sich Monte gerade beim Casino-Thema mal wieder einfach richtig schlecht verkauft hat. Man merkt einfach, entweder er feiert Casino oder ihm geht es halt nur ums Geld. Aber ich glaube, er weiß privat selber, dass die Argumente, die er bringt, absolut nichtig sind. Bei anderen Themen haben sie manchmal einfach ein bisschen aneinander vorbeigeredet oder teilen halt einfach nicht die gleiche Meinung. Aber eine Sache muss ich bei Tanzverbot trotzdem noch kritisieren. Weil du nicht darauf klarkommst, dass ich der Einzige bin in einer relativen Größe, der dir das vorwirft, dass du dieses Casino-Thema so verteidigst. Bro, ich hab... Hey, sogar ich hab... Hier rechts, hat man noch ein Video gesehen. Und außerdem hab ich... Gut, ich hab nicht die Größe von Tanzverbot, scheiße. Aber komm, ich mach trotzdem ein paar Aufrufe, ist trotzdem stark. Warte. Ich habe das Casino-Ding von Anfang an von ihm kritisiert. Ich habe sogar vor... Hallo, ich auch. Oh mein Gott, warte. Alpha Kevin Casino. Warte, jetzt möchte ich gucken. Alpha Kevin Casino, wann war dieses Casino-Video? Oder habe ich das damals offline genommen? Wie kann man nur Montana Black kritisieren? Das war schon vor einem Jahr. Es ist schon über ein Jahr her. Oh fuck, ich habe das auch irgendwann mal kritisiert. Ich weiß aber nicht, ob ich das damals alles offline genommen habe. Ja, da habe ich auch genau diese Casino-Sache kritisiert. Und es war auf jeden Fall auch, eine sehr stabile Angelegenheit. Da könnte schon fast 2 Jahre her sein, aber er hat es sogar vor 3 Jahren schon kritisiert. Okay, ja, muss man einfach KuhnTV recht geben, er war der Erste. 2 oder 3 Jahren schon Kuchentalks dazu hochgeladen. Warum schätzt mich das Verbot einfach nicht? Wenn ich dich zerstören soll, Digga, dann sag einfach Bescheid. Naja, was sagt ihr auf jeden Fall dazu? Schreibt es mir. Ja, war ein gutes Video, ne? Hatte einige Parallelen auch zu meinem Video mit, aber noch einiges Plus, muss ich sagen, was ich auch gut finde, was er da noch mit eingebaut hat.
Ja, also wir haben das Video so oder so fast zeitgleich hochgeladen. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns gegenseitig da irgendwas abgeguckt haben. Aber es ist ein sehr gutes Video, weil ich finde, es sollte so langsam mal offensichtlich werden, dass, dass Monte dort richtig viel Scheiße erzählt. Und vor allem auch in diesem, dass der Chat von Monte vielleicht auch irgendwann mal aufwacht und merkt, ey, Monte, du laberst echt viel Scheiße. Ja, weil das Ding ist halt, das sind solche Ja-Sager, das macht dich richtig fertig. Ja, also von daher, checkt das Video von KuhnTV aus. Lasst eine Bewertung da bei ihm und lasst doch gerne hier eine Bewertung da und danke fürs Zuschauen noch rein. Ciao, ciao. Halbe Stunde, geisteskrank.